So, hallo ihr Lieben. Ich möchte etwas mit euch teilen, eine ganz unmittelbare Erfahrung, die besser in diese Zeit, wie wir uns jetzt hier, die wir einfach schon uferlos lange inwärts unterwegs sind, die Lichtarbeiter, ihr jene, also wir, die wir bereits erwacht sind, erwacht im Geist, erwacht im Herzen, die wir angebunden sind bereits, ja. Wir sind ja so weitgehend tatsächlich wirklich stabil in unserem Frieden, in unserer inneren Anbindung mit der Seele. Wir sind inzwischen seelengeführt und du, die du das, oder der du das jetzt anhörst, bist damit sicherlich in Resonanz. Es kommt immer darauf an, wo ein Thema bei uns war, was sich auch irgendwo wie so ein roter Faden durchs Leben gezogen hat, ne? Und das also ich erfahre das jetzt auch bei Seelenschwestern, ne, dass es denen ähnlich geht. Alles sind alles Heilerinnen, sind alles Coaches, sind alles wunderbare Menschen, Schamane auch dabei. Und sie erfahren alle was ganz Ähnliches. Also was mir begegnet ist, und zwar, ich möchte es euch nur zeigen, an was für einen wunderbaren Ort ich bin. Bin hier bei uns am Lech. So ein herrlicher Tag, schaut. Ja, Moment. Genau, also es geht... ich schreibe sehr viel darüber, wenn du an einer Schwelle angekommen bist, wo es um einen totalen Umbruch geht, um einen Aufbruch und um einen Durchbruch in deinem Leben, wo du alles vorbereitet hast, als Schöpfer, als Erschaffer, ne, als Kreierer deiner Lebensrealität. Und du spürst einfach, du stehst, dein ganzes Feld vibriert schon in dem, was du bereits was du praktisch schon auf der geistigen, energetischen Ebene erschaffen hast, ja. So. Und du weißt, du stehst vorm Durchbruch. Du bist mittendrin. Du bist an der Schwelle. Und ich nenne das deshalb auch Schwellenerfahrung. Und da rückt alles auf den Plan. Die ganze, also so eine Urangst, nicht nur deine, vom gesamten Kollektiv. Und das ist natürlich die Existenzangst, ne. Also, wo du wirklich so dastehst, wo du das Gefühl hast, du stehst gerade wo? Oder, an einer Situation, dass du das Gefühl hast, es zieht den Boden unter den Füßen weg, ja? So. Und da geht's ab dieser Stelle eben tatsächlich nur noch, ihr Lieben, durch dieses Nadelöhr. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin immer wieder durch. Und dieses Nadelöhr meint, dass es nur mit Hingabe geht. Es geht nur in diesen... radikaler Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und dieses, du kommst dann an einem Punkt, also mir ging es so, ich kam wieder nochmal an einem Punkt, wo es darum geht, komplett, na gut, kontrollieren wollen ging eh nicht mehr, weil der Verstand kommt ja, ne, der ist schon ruhig, ne, der ist bei mir schon, der weiß ja schon irgendwie, die Seele führt, ne, aber er wirft natürlich immer noch mal sabotierende Gedanken hoch, und da geht's ja auch dann darum, dass wir nicht mehr erlauben, dieser alten Welt, diesen Gedanken, die aus unseren gespaltenen, aus dem kleinen Ego-Ich kommen, dass wir denen keine Energie mehr geben. Und durch dieses Nadelöhr gehen, gehen in Anführungsstrichen, ist alles Schwingung, ja, das ist halt, das ist eine Gratwanderung, und das fordert von dir buchstäblich deine gesamte je entfaltete Liebesfähigkeit ab, die du in deinem Leben zur Entfaltung gebracht hast, also die höchste, allerhöchste Liebesschwingung für dich selbst. Denn es geht, wisst ihr, diese kosmische Liebe wird auch Advaita genannt, ne? Diese unpersönliche Liebe, das ist eine Liebe, die ist unterschiedslos. Das geht einher mit absoluter Integration und alles zu involvieren. Es geht damit einher, dass du unterschiedslos, grundlos alles liebst, was gerade da ist. Also ganz gleich, ob du dich gerade scheiße fühlst oder ob du dich wunderbar fühlst. Ganz gleich, wo du dich gerade erlebst, dass deine alte Angst nochmal hochkommt oder dass Unsicherheit da ist. Ganz egal. Dass du dich anerkennst und als diese, wisst ihr, diese,
diese grundlose Liebe, dieser innere unstörbare Frieden, diese Stille, die kommt ja, das ist ja unser wahres Selbst, unser eines geeintes Selbst, das wir alle miteinander, mit Gott, mit dem wunderbaren Lechfluss, mit allen Formen, mit allem teilen. Ja? Und unter allen Umständen in dieser unterschiedslosen Liebe bleiben, die einfach nur liebt. Denn es kommt nicht darauf an, was du liebst, sondern dass du liebst und dass du unter allen, dass wir unter allen Umständen in dieser Liebe bleiben. Und wirklich, ich kann es euch sagen, ich wurde sehr gefordert in den letzten Tagen, weil, wisst ihr, wenn wir einmal, es geht nochmal zum Anfang, es geht um diese Macht, ja? Wir hatten einmal, ich hatte einen Machtbruch sozusagen in meinem Rückgrat gespürt. Das war ein ganz krasser Stich und Schmerz. Ich konnte kaum aufstehen in der letzten Woche. Und ich wusste sofort, die Gedankenenergie, was damit in Verbindung stand, war da. Und jetzt geht es um die Rücknahme der vollen Macht, der Allmacht, also des Allmachtsaspekt in uns. Ja? Denn in unserer eigenen Lebensrealität, in meinem Königreich, in meinem Universum habe ich die Krone auf, habe ich das Zepter in der Macht, das Zepter in der Hand und bin ich diejenige, die regiert, ja. Und mir ist so klar, heute so klar geworden, es hat sich heute eben alles entspannt, alles gelöst, es hat sich auf eine Weise geordnet und das war das Wunder. Das, genau so, wie ich es wisse. Wenn du wieder identifiziert bist mit dem göttlichen Bewusstsein, dann bist du auch der andere. Es gibt nur das eine Selbst. Du bist auch das Ich Bin, das unendliche Ich Bin im Gegenüber. Ne? Mit Leuten in den Ämtern, mit ganz gleich. Die Wahrheit, das Licht der Wirklichkeit in dir und im anderen ist immer das eine. Und ich bin da so reingegangen, dass ich mir in Wahrheit selbst begegne. Und ich habe immer wieder gesagt, lass mich, geliebtes Universum, geliebte Ich Bin Gegenwart, liebstes Leben, lass mich in dieser Situation das Licht der Wirklichkeit in jeder Sekunde sehen und erkennen und erfahren. Ich lasse die alte Welt, ich habe die alte Welt bereits hinter mich gelassen und ich gehe für das Neue und ich bin hier um das Himmelreich, ich sage das jetzt genauso wie es ist, das Himmelreich auf Erden zu erschaffen und dafür muss ich es sein. Ich will bin hier um das Paradies auf Erden auszudehnen, ja, dass meine Wirklichkeit ist, dafür muss ich es sein. Also habe ich mich mit all diesen göttlichen Energien in mir verbunden und das sind immer Energien der Leichtigkeit, der Freude, also der Fülle und der Weite und der Ausdehnung und alles, was eng macht, alles, was dich irgendwie versucht so zu bedrücken und zu belasten, es kommt nicht aus deiner wahren Natur. Es ist da in uns, es ist noch irgendwo, wird aus den Zellspeichern ausgeschüttet, ja, lass es einfach da sein. Sei damit, auch wenn du wie ich schwitzt, mein ganzer Körper, so wichtig, dass wir diesen Körper lieben und ihm gut tun. Und der Körper hat geschwitzt, hat alles ausgeschüttet, hat gefroren. Und ich mache dann diese Schüttelübung und schüttel wirklich auch den Unterleib, ne, die Oberschenkel, die Füße. Ich schüttle all diesen ganzen Restmüll raus, der noch aus den Dualitätserfahrungen des Mangels, des Getrenntseins, ja, irgendwo noch aus den Zellen ausgeschüttet wird. Und ich glaube, wir machen das auch noch für die Ahnen mit, ja. Und ihr Lieben, ich teile das deshalb mit euch, weil viele jetzt genau an dieser Stelle, an dieser Schwelle stehen, an der auch ich stehe, wo es um die absolute, es geht um die absolute Freiheitserfahrung. Wir sind die Freiheit, wir sind die Unabhängigkeit aus Gott. Und jetzt geht es darum, dass wir die erfahren, dass wir hier wirklich Manifestationsmagierinnen werden oder sind, weil wir haben das ja alles schon in uns mitgebracht, ne? Dass wir diese Fähigkeiten als Heilerinnen, als Priesterinnen, als Magierinnen, als Meisterinnen unseres Lebens, dass wir darin jetzt uns erfahren. Uns verankern. Und deshalb diese Erfahrung, wie sie heute bei mir war, ich hatte mir gestern noch
also ich hatte mich richtig reinversetzt, wie möchte ich es denn wirklich haben? Dass der andere mir, das Gegenüber, mit dem ne, das Gespräch war, ich wusste noch nicht mal, wer da war. Ne? Ich habe das komplett, ich war ganz durchlässig. Ich habe alles losgelassen. Ich habe auch irgendwas zu vermeiden losgelassen. Ich habe mich ganz, ganz nackt vor Gott hingegeben und einfach nur gesagt, der göttliche Wille geschehe. Denn der göttliche Wille ist auch mein Wille. Es ist der Wille meines hohen Selbst, das ich bin, meiner Seele. Und dann ist genau das, ihr Lieben, es ist 1:1. Und das hat mich so berührt, glaubt mir, mir sind die Tränen geflossen. Mein Gegenüber hat genau das gesagt, was ich mir gestern vorgestellt habe, was die höchste Gnade, die Großzügigkeit, die Freigebigkeit, all diese göttlichen Qualitäten, was ich mir wünsche, dass... ja, dass mir so begegnet wird in dieser absolut wohlwollenden Liebe, in dieser Angelegenheit, ja. Und genau so ist es gekommen. Und es war genau so, dass genau, ich habe vorher noch gesagt, möge die Seelenverabredung, denn alles, wenn wir hier angekommen sind, im höchsten Bewusstsein verankert, angebunden an unsere Seele, an unser göttliches Herz, ja, dann kannst du sicher sein, dass jedes Detail, also ich sag's mal so, vom göttlichen Plan und von der göttlichen Ordnung navigiert ist und dass jede Begegnung dann auch eine, gerade wenn es so um so, ja, wenn es um so ganz wesentliche Dinge geht gerade, ne, dass da Seelenverabredungen kommen. Und ich wusste es, ich habe diesen Mann gesehen und ich wusste sofort, ja. Und ich bin dann da raus, ich war ganz still, ich war so berührt, ich war in so einer Dankbarkeit mir selbst gegenüber, also meinem hohen Selbst, dem Leben, der Gnade. Und in dem Augenblick war wirklich klar, ja, ja. Genau das hat es gebraucht, um diese Stärkung, ich bin die Macht in meinem Leben, ich habe jetzt mein Zepter wieder aktiviert, das Zepter der Macht. Also es geht um das Kapieren, dass wir jedes Detail in unserem Leben selbst erschaffen haben und wie machtvoll wir sind. Und ich halte mein Zepter in meiner rechten Hand. Ich sehe das Blau oben mit so einem Brillanten drauf, mit so einem Dreieck. Und ich sehe, wie dieser Stab, wisst ihr, wenn so elektrischer Strom, manchmal im magischen Film hat man das, und das knistert, der ganze Stab knistert, ne? Magisch. Und das hat was mit mir gemacht. Und der Schmerz in der Wirbelsäule ist weg. Ist repariert. Die Angst wurde rausgeschwitzt. Es war überhaupt keine Angst da. Ich war die ganze Zeit im vollkommenen Frieden, in vollkommener, wie soll man das sagen, also die heilige Schau, so diese erwachte, die wache Schau des wachen Bewusstseins schaut immer auf eine Welt, der vergeben ist. Ja? Und bei denen ist nämlich, also in dieser Behörde, was untergegangen. Und genauso habe ich mir das auch vorgestellt, dass das genauso ist. Und die haben sich entschuldigt und ich war einfach nur da, still und Raum, und habe einfach geschehen lassen und habe das gesagt, was gesagt werden wollte. Und alles hat sich durch uns sozusagen geordnet, im allerhöchsten Frieden und in, ja, auf ganz wunderbare Weise. Und das, was mich selbst berührt hat, weil ich hatte mir diese Lebenssituation, wo ich jetzt durch bin, so, bin jetzt durch. Ich hatte sie mir bewusst kreiert in diesem Bewusstseinsgrad, in dem ich jetzt bin, weil es nur weitergeht durchs Nadelöhr, wenn wir diese letzten Überreste
das ist meine Erfahrung, von dieser noch da seienden Angst, von der du gar nicht mehr wusstest, dass sie noch in dir ist, ja, wenn die noch irgendwo unbewusst oder irgendein Thema sozusagen auswirkt aus deinem Unterbewussten, Unbewussten und wieder sowas erschafft. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Es geht ja jetzt darum, dass wir uns wirklich erheben, ermächtigen und wirklich unsere Schwingung so anheben, dass wir hier den Himmel auch erfahren. Also wir sind's. Also wir wandeln ja schon hier als als Engel auf Erden. Ja, du genauso. Und ja, also ich möchte es nur sagen, es fordert bis zum Aushaltbaren. Es muss bei dir überhaupt nicht so sein. Es kann sein, dass du an diesem vorbeigehst, aber ich habe es mir so ausgesucht. Ne? Jeder erlebt das anders. Ich wollte dir einfach nur sagen, bleib angebunden, bleib in deinem Frieden, bleib unter allen Umständen. Denn das ist der Schlüssel. Das ist, gibt zwei so Schlüssel, die mir gerade ganz präsent sind. Das ist der des unumstößlichen Vertrauens in dein hohes Selbst, das ja alles im Blick hat in jedem Moment, ja, und wo ja auch die Lösung alles schon da ist. Ne? Wir haben das dann im Tagesbewusstsein noch nicht auf dem Schirm. Diese vollkommene Hingabe und diese Bereitschaft, in der Angst stehen zu bleiben, bis es sich transformiert hat. Das merkt man ganz stark körperlich. Und der zweite Schlüssel, diese unterschiedslose Liebe. Also diese komplette, gestern meinte, ich habe das von so einem Meister gestern sprechen hören, also ich sage es ja immer, diese grundlose Liebe. Aber es ist halt diese unterschiedslose, objektfreie Liebe, die alles liebt, was hier in der Erscheinungsebene, in der Formwelt geschieht, gleichermaßen, ohne Unterschied. Also das heißt, dass du sozusagen das Schmutzige genauso wie das Heilige liebst, dass da gar kein Unterschied mehr ist. Denn genau wie die Sonne, das können wir wirklich so als das Göttliche sehen. Die Sonne auf jeden Verbrecher, auf jeden Tierschänder, ja, oder Kindermissbraucher. Ich sage das mal so krass. Genau gleichermaßen scheint wie auf jeden Lichtarbeiter. Und das ist das Göttliche, ne? Da ist null Wertung. Da ist einfach grundlose Liebe da. Und zwar aus Liebe, zur Liebe selbst. Und wenn das gelingt, dann bleibst du in deinem Frieden, dann wirst du durchnavigiert. Und ich biete, das Interessante ist das, dass ich biete ja diese 7 Tage akut an und bin jetzt selbst nochmal durchgejagt worden. Aber das ist vielleicht das Beste, was demjenigen auch geschehen kann. Oder du dich angezogen fühlst. Also mein Programm, es ist auch gar kein Programm. Ich begleite Menschen in 5 Wochen in ihre stabile innere Anbindung. Und ich bin so stabil wie noch nie zuvor in diesem inneren Angebundensein und jetzt noch stärker. Ich spüre noch stärker. Es kann mich gar nichts, 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 gar nichts mehr da irgendwie rauskurbeln aus diesem inneren Frieden, weil ich der Beobachter bleibe, weil ich immer in dieser Position des Beobachters bleibe, also des non-dualen Wesens, des Lichtwesens, des unendlichen Schöpferwesens, das grenzenlose ist, ja, das immer da ist, allgegenwärtig und absolut unberührt bleibt von dem, was Christina hier erfährt. Und damit hast du immer die Distanz, dich nicht reinziehen zu lassen ins Drama. Und so erhebst du dich über alles noch, was bisher noch, vielleicht noch der Heilung bedarf in deinem Leben. Und in diesen 5 Wochen, ich kann es mit Worten nicht beschreiben. Ich habe zwar, ich setze es mal drunter, eine Beschreibung versucht dazu zu geben, aber was da geschieht, es ist einfach ohne Worte, weil es ist die Verschmelzung. Du verschmilzt durch mein Gesehenwerden und dadurch, dass ich in dieser höheren Dimension angebunden bin, also nicht mehr auf 3D. Also ich bewege mich hier drin, aber ich bin nicht mehr hier. Also ich sag das mal so. Und dadurch halte ich den Raum und gebe Anstoß. Es entstehen so aus Erfahrung bereits nach kurzer Zeit Initiationen, Einweihungen, Schifte, die mit Worten wirklich nicht zu beschreiben sind. Das Ergebnis, was du nach den 5 Wochen
also ich nenne das der endgültige Absprung aus dem Labyrinth der Angst. Und es ist der Absprung in deine vollkommene Unabhängigkeit und Freiheit. Und das geht nur über diese Verschmelzung mit deinem göttlichen, unendlichen Ich Bin. Dass du immer warst, dass du jetzt bist und dass du immer sein. Und dann verbindest du dich wieder mit der Macht und die wirkt dann und mit dieser Weisheit und Liebe, die Urliebe. Und die wirkt unablässig durch dich. Ja? Also wenn du da jetzt da stehst, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich dran, ich spür's einfach, dann melde dich bei mir. Wir können telefonieren, wir können ein Vorgespräch machen. Ganz unverpflichtend, ja. Da wir einfach spüren und wo du spüren kannst, ja, ich mag das, das stimmt und das will ich jetzt. Und dafür bin ich auch bereit, das zu investieren. Und das andere, das sind die 7 Tage akut, wo ich dich genau da abhole, wo du jetzt gerade stehst. Also genau das, was ich jetzt nochmal erlebt habe, bin ich einfach einen Schritt voraus und kann dir da den Raum halten, egal ob es deine Gesundheit ist, ob es eine Beziehung ist, ob es mit deinem Hervortreten in deiner Berufung ist, ja, in deiner Seelenaufgabe. Ich kann dich da durchnavigieren zum nächsten Level. Ja, ich kann sagen, ich bin heute nochmal so gestärkt. Ich kann es. Ich bin 30 Jahre lang immer wieder gesprungen in diese vermeintliche Ungewissheit, ja, weil ich mich selbst überbewusst immer wieder in diese Situation geführt habe, um zu erkennen, dass der Sprung in diese scheinbare Ungewissheit in Wahrheit der Sprung in Gottes Arme ist, in Gottes Herz und in Wahrheit in diese alleinige, einzige Sicherheit, die nur da ist hier auf dieser Erde. Denn in der Formenwelt hat gar nichts Sicherheit. Das ist alles ständig in Bewegung, alles verändert sich. Aber diese innere Anbindung an dich, das ist dein Königreich. Und melde dich. Du könntest das auch ganz, im Moment geht das bei mir noch so zeitlich, wenn du es fühlst. Denn so wie ich das gerade mitbekomme, ich habe heute Nachrichten bekommen, geht es recht vielen so, die das erleben, wovon ich anfangs gesprochen habe. Ne? Und ich kann dich da gern begleiten. Vielleicht gehst du alleine durch, vielleicht bist du eine, die das immer oder einer, der es immer selber macht. Aber wir müssen es nicht mehr alleine. Wenn einer dies x-mal da selber durch ist, dann ist er einfach jemand, der Raum hält. Und es ist ja so, wenn zwei im gleichen Namen zusammenkommen, dann bin ich mitten unter euch, so Jesus. Und dann geschehen Dinge. Hab das mit einer Frau erleben dürfen, eine wunderbaren, lichten Seele, die ich auch begleiten durfte. Was da geschehen ist, das war so, so unbeschreiblich, dass wir beide gemerkt haben, was da für eine göttliche Kraft durch uns wirkt, ne? Also das ist dann wirklich jenseits von Christina und von dir, von dem Gegenüber. In dem Sinn grüße ich dich ganz herzlich und es freut mich, dass ich das hier mit dir geteilt habe. Und wenn du es fühlst, schreib mir einfach und wir können ganz vertraut darüber reden und wir schauen, ob es sein möchte. Alles Liebe und, ach ja, es kommt noch was. Abschließend, ich habe gerade von einer Schwester, da ging es um irgendeine, so eine unheilvolle Prophezeiung. Wisst ihr, momentan schwirrt hier alles rum, ne? Aber eins kannst du ganz sicher sein. Wenn irgendetwas von der geistigen Welt, was Unheilvolles ist, etwas, was dich nicht ermutigt und erbaut und dich an deine Größe, an deine Macht, an deine Göttlichkeit erinnert, sondern im Gegenteil dir Angst zu machen versucht, was dich innen wieder an die alte Welt zu binden sucht, dann ist das nicht vom Göttlichen. Da kannst du ganz sicher sein. Also bleib achtsam und Gottes Liebe. Gott ist das allerhöchste Licht und Gott ist unsere wahre Natur. Und dass wir uns jetzt wieder mit unserer wahren Natur rückverbinden und diesen endgültigen Absprung in diese zeitlose Seinsnatur, die wir immer sind in unserem heiligen Herzen. Das geschieht ja über unsere Bewusstheit, weil das Bewusstsein wieder erwacht zu sich selbst, ne? Und damit erwacht ja auch, es geht ja immer einher mit dem Herzen,
mit dem Herzerwachen und mit dem, auch mit dem sozialen Erwachen, mit dem, ja, plötzlich spürst du für die ganze Erde, wie ich gestern geschrieben habe, fühlst dich als Hüterin und so. Also, ja, es ist Zeit, es geschieht jetzt, es geschieht hier Großartiges und wir brauchen keine Angst davor zu haben, denn mit Liebe transformiert sich alles, alles, ganz gleich, was dein Thema ist. Und wie gesagt, wenn du nicht alleine durchgehen willst, ich bin da, ich bin hier. Und jetzt, seit heute, bin ich noch mal mehr hier. Ich bin so da. Und wenn du magst, auch für dich.